Jetzt war endlich der Weg frei, dass die Familie List nach Wien ziehen konnte. Der Vater bat beim Fürsten Esterhazy um Urlaub, der huldvoll genehmigt wurde. Viel Geld war nicht da, aber es reichte zum Leben. Und so fuhr man nach Wien, eine Tagesreise mit der Postkutsche. Jetzt kriegt der Franz endlich die Ausbildung, die ich ihm immer gewünscht habe. Wenn wir nur schon eine Wohnung hätten. Ein guter Lehrer für den Jungen ist wichtiger. Gewiss, aber ihr braucht doch die richtige Kleidung, wenn er Konzerte geben soll. Er darf nicht wie ein Diener auftreten, sondern muss aussehen wie ein junger Herr. Schon gut. Aber schau, wir könnten sie auch machen wie damals die Mozarts. Durch die Lande reisen, das Wunderkind vorführen, den Namen Liszt bei den Adligen in Europa bekannt machen. Das Geld könnten wir schon gebrauchen. Auch die Geschenke? Die Tabaksdosen? Ist doch schon besser, wenn wir unseren Franz erst noch lernen lassen. Vielleicht wird ja auch ein Komponist aus ihm. Lass uns nur erst mal in Wien sein. Wien, das war die glanzvolle Kaiserstadt an der Donau. Politiker aus ganz Europa trafen sich hier. Dass Napoleon den Kaiser einmal abgesetzt hatte, war längst vergessen. Er regierte wieder in alter Pracht. Es gab gute Theater, viel Musik und ein kunstverständiges Publikum. Der junge Franz bekam Unterricht beim damals besten Klavierlehrer bei Karl Czerny. Er war ein strenger Lehrer. Franz musste die schwierigsten Übungsstücke spielen. Noch heute stöhnen Klavierschüler über diese Etüden.